ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, صلى الله عليه وسلم, sein Diener und Gesandter ist. الحمد لله رب العالمين. Ich bin persönlich wieder hoch erfreut dass ich diese Inshallah-gläubigen Gesichter hier immer wieder sehe, möge Allah -jall uns und euch immer zum Guten leiten und möge Allah -jall uns das Paradies geben ohne Abrechnung. Und das sage ich nicht so einfach so als Floskel, sondern es äh, erfreut mich wirklich tatsächlich, dass wir in so einer Zeit der Fittern, und bei Allah sie sind viele, sehr viele sogar, so viele, dass sie viele Muslime vom Weg haben abirren lassen. Dass trotzdem Leute, die ein gläubiges Herz, ein gefestigtes Herz von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, immer wieder in die Häuser Allahs zurückfinden und von dort aus, Alhamdulillah, mit der Gemeinschaft, mit den gläubigen Muslimen zusammenhalten und diesen Weg beschreiten. Und sie wissen ganz genau, dass ihr Ausgangsziel nur das Paradies ist und nichts anderes. Und bei Allah, und das schwöre ich auf Allah subhanahu wa ta'ala, und wir Muslime schwören nur auf Allah azza wa so sage ich euch. Das Paradies ist jede Prüfung wert. Das Paradies ist jede Prüfung wert. Selbst wenn wir in dieser Dunja geschlachtet werden würden, es wäre dieses wert. Abu bara woher hast du dieses? Von einem Sahabi, radhiyallahu anhu der überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Über Ahlul Bana'a die Leute, die sehr stark geprüft wurden in dieser Dunja, sie werden das Paradies bekommen und in den höchsten Stufen sein. Und wenn normale Leute das Paradies betreten, die nicht diese Art von Prüfung in, der, in dieser Dunja gehabt haben, dann werden sie sagen, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hätten wir uns doch gewünscht, in der Dunya bil maqarid, das heißt, so etwas wie Scheren in unsere Haut reingeschnitten worden wäre, dass wir zu den Leuten gehört hätten, die auch dermaßen geprüft worden sind, damit wir heute diese Plätze vorfinden, die wir bei den Leuten der Prüfung vorfinden, sagen Leute, die im Paradies sind. Deswegen, eine jede Prüfung sollte dich was stärker oder schwächer machen stärker machen. Und wenn sie dich stärker macht, dann weißt du, dass Allah dich diese Prüfung bestehen gelassen hat. Denn Allah hat Ibrahim a.s. nicht mit den gewaltigsten Worten im Koran nach nur einer kleinen Prüfung gelobt. Nein, als Ibrahim a.s. sowohl in das Feuer hereingeworfen wurde. Und den Auftrag bekam sein Sohn, wie Ismail alayhi zu schlachten. Und er einen Vater hatte, der Billah nicht nur ein Muschrik, ein Götzendiener war, der sogar die Leute zum Götzendienst eingeladen hat. Diese Prüfung, über Prüfung und in der ganzen Region war nur Ibrahim a.s. mit seiner Frau Sarah, Radiallahu Anha wa adaha, die einzigen Muslime. Die einzigen Muslime, kein Muslim existierte in ihrer Zeit außer ihnen. Als dieses alles war, hat Allah Azza über Ibrahim a.s. gesagt: in Ibrahima keine Umma. Wahrlich, Ibrahim a.s. ist eine Umma. Was meint eine Umma? Was heißt Umma im Arabischen? Nicht Oma, Umma. Na, was heißt Umma? Ja, Gemeinschaft, das ist eine Bedeutung. Ihr wisst, die arabischen Wörter haben viele Bedeutungen. Aber hier heißt umma, wie die Gelehrten das erklärt haben, das sind die besten Persönlichkeiten in einer Gemeinschaft. Wenn du sie alle zusammen vereinst, dann haben sie den Iman von Ibrahim a.s. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was für eine Auszeichnung für Ibrahim a. S. S. Und deswegen wisse, Allah, er liebt dich und er steigert seine Liebe dir gegenüber. Nach was? Nachdem du durchfällst durch jede Prüfung? Nein. Sondern er steigert seine Liebe dir gegenüber, wann? Je mehr Prüfung du hast und je mehr du von diesen Prüfungen was? Bestehst. Umso gewaltiger wirst du in der Stellung bei Allah subhanahu wa taala. Daher sage ich euch: Wir haben noch nichts an Prüfung erlebt und denkt nicht, dass die Sache vorbei ist. Wir werden nicht eher in das Paradies hereingehen, bis Allah unser Herz zum zum Beben gebracht hat. Allah sagt das im Koran. Und daher bereite dich darauf vor, weil wenn du vorbereitet bist, kannst du anders damit umgehen, als wenn es dich plötzlich Ergreift und du rechnest nicht damit und hast gedacht, dass du diese Schritte in dieser Dunja einfach so beschreitest, ohne dass dir etwas passieren wird, ohne dass du geprüft wirst. Du dachtest, dieser Weg ins Paradies ist mit Rosenblättern ausgeschmückt und du gehst einfach herein in das Paradies. Wer diese Einstellung hat, so sage ich euch jetzt schon, der wird ein Verlierer sein. Möge Allah uns Kraft geben, diese Prüfung zu bestehen. Allahumma Amin. Liebe Geschwister, ein sehr wichtiges Thema. Lasst uns heute darüber reden, wann man eigentlich ein richtiger Muslim ist und wann man vom Höllenfeuer gerettet wird. Es gibt Leute, wenn du sie fragst, ob sie an Allah bzw. an Gott glauben, so werden sie dir bestätigen, dass sie an Allah glauben. Und diese Person werden in das Höllenfeuer hereingehen, obwohl sie an Allah geglaubt haben. Seid ihr mit mir? Ich brauche eure Herzen. Es gibt Leute, die glauben an Allah. Und trotzdem geht er in das Höllenfeuer herein. SubhanAllah. Trotzdem geht er in das Höllenfeuer herein. Ja. Weil der Glaube und wir hoffen, dass uns die nicht heute auch zuhören. Wir wollen euch erklären, was bedeutet Glaube aus der Perspektive des Islams, weil es gibt Leute, der meint es jetzt auch nicht böse, aber er sagt, ich bin ein Gläubiger. Aus seiner Sicht mag er das sagen, aber ist er ein Gläubiger, wenn er kein Gläubiger ist? Denn gläubig bist du wann? Als Maßstab für den Glauben hat Allah Azzawajal was Bestimmtes festgesetzt. Nicht, dass einer sagt zum Beispiel, ich glaube an Jesus und Jesus ist einer von drei. Diese Person, der das sagt, glaubt er an Gott, ja oder nein? Glaubt ein Christ an Gott, ja oder nein? Was sagt ihr? Ein Christ glaubt an Gott. Glaubt ein Jude an Gott? Ja oder nein? Das heißt, diese Leute aus ihrer Sicht sagen, wir sind Gläubige. Aber ist das der Glaube bei Allah subhanahu wa ta'ala? Und vor allen Dingen, was gilt als Glaube und was gilt nicht als Glaube? Hören wir, was Allah, der Allmächtige, erstmal im Koran sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende von Surat, يوسف, يوسف, das ist unsere Sura die immer im Vorspann rezitiert wird, die ihr schon alle auswendig kennen solltet. Höre diese Eye, آية. الله عز وجل sagt, وما يؤمن بالله ومن، äh, äh, الله عز وجل سبحانه وتعالى sagt, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Übersetzt und die meisten glauben doch nicht an Allah, außer dass sie ihm andere Götter zur Seite stellen. Frage. Hat Allah für diese Leute den Glauben bestätigt, ja oder nein? Ich frage euch. Weil, wenn wir reden, dann bleibt ihr wach, inshallah. Hat Allah für diese Leute den Glauben bestätigt? Hm. Ich lese nochmal. Die meisten aber glauben nicht an Allah, außer dass sie ihm andere Götter zur Seite stellen. Haben sie ein Glauben an Allah, ja oder nein? Ja die antwort ist ganz klar ja sie glauben an gott an allah aber gleichzeitig was machen sie? Nein. sie begehen schirk beten neben allah andere götter setzen neben allah einen anderen gott was passiert jetzt mit ihrem glauben? bitte Der? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Er schwächt. Das heißt, bei ihm sind die Muslime. Nein. Er macht es ungültig. Dieser Glaube an Allah, den sie haben, den nennen wir Tawhid al-Rububiya. Tawhid. Ein Wort, welches euch für immer begleiten sollte bis zu eurem Lebensende, möge Allah uns nur unter den Muwahidun schreiben. Und mit Muwahidun meine ich nicht die Takfiris, ja? die eine Person nehmen und dir sagen, wenn du nicht ihn zum Kafir erklärst, bist du selber Körper. Ahmak, <laughs> ja, Haram Müsst Müsste ihn ein bisschen über den Kopf streicheln und sagen, alles wird gut. Inshallah wird alles gut. Überlegt mal, subhanallah. Yani eine Person, der den jetzt nicht kennt, den er zum Käfer erklärt, kann der Muslim werden? Nach seiner Ansicht, nein. Ach, es gibt ein Tarot Ta in Australien. Sagst du Käfer ja oder nein? Ich kenne ihn nicht. Hier, Handy. Ach, Video. Zwei, drei Aussagen. Ich kenne ihn immer noch nicht. Du bist ein kind. Das ist ein Takfiri. Das heißt nach ihm, wenn du den in Australien nicht kennst, bist du kein. Deswegen, was sagt ihr? Alles wird, alles wird gut. Wallahi, wie ich es euch sage. Ja, jetzt zum Beispiel, überlegt mal. Einer kommt zu uns, jetzt zum Beispiel, heute haben wir eine Konvertierung. Sagt, MashaAllah. Möge Allah subhanahu die Leute mehren. Das heißt, den, der heute inshallah den Islam annimmt, wenn er diesen Parot nicht kennt, dann wird er niemals bei uns? Niemals bei uns? Muslim. Ist das unsere Religion? Einmal gab es eine Konvertierung mit einem Takfiri und einer Person, die hat 15 Minuten gedauert. Ich bezeuge dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter ist. Und dass dieses militär und dass diese Regierung, und den, und den, und den. 15 Minuten. Sunni oder was ist er einer der? Leute der Bida. Er hat etwas hereingeführt, was wir, was wir nicht kennen. Kufur bedeutet allgemein, dass du allem abschwörst, was neben Allah subhanahu wa ta'ala? Was? Das ist eine Sache, die ist allgemein. Das heißt nicht, dass es jetzt um eine spezifische Person geht, über die die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben, wie in der Zeit von, äh, von äh, äh, Al-Hajjaj ibn Yusuf al Thaqafi. Die Gelehrten waren uneins unter den Tabi'in, nicht unter den Takfiris aus Wedding und Neukölln, unter den Tabi'in. Ob er ein Muslim war oder nicht, richtig? Waren uneins. Wer? Tabi'in oder Leute aus Berlin und Frankfurt? Tabi'in. Bisschen anders. Bisschen gelehrter. <laughs> die haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Tawus war einer, der gesagt hat, der war ein Kerl. Wer? Al-Hajjaj ibn Yusuf al -Thakafi. Und er hat gewaltige Sachen gemacht. Andere Gelehrte haben gesagt, nein. Der ist kein Kerl. Was schrieb Tawus an die Gelehrten, die gesagt haben, nein? Er sagt, meine Brüder bezüglich unserer Angelegenheit. Meine Brüder. Bei einem bist du noch sein Bruder, wenn. Nein. Nein. es sind auch meistens Leute, die haben Minderwertigkeitskomplexe. Er hat nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, deswegen haben wir drei Minuten jetzt über ihn geredet, damit er etwas Aufmerksamkeit bekommt. Alhamdulillah. Was ich euch damit sagen will, liebe Geschwister. Tauhid ist ein wichtiger Begriff für uns. Und der Tauhid bedeutet was? Was bedeutet Tauhid? Du siehst sehr intelligent aus. Ich hoffe, du bist es auch. Bitte schön. Das ist auch eine gute Antwort. <lacht> Na, <laughs> Bitte schön. <laughs> Monotheismus. <lacht> jetzt kommt einer, sagt nichts schebrecke Deutsch. Was willst du ihm jetzt sagen? Nein. Und nichts und niemanden außer Allah betest du und ihm nichts zu deiner Tawhid ist eigentlich La ilaha illallah. Das ist Tawhid. Das ist Tawhid. Nichts anderes. Und wer La ilaha illallah sagt, aber nicht nur sagt. Jetzt kommen wir Gegenrichtung von den Takfiris. Der sagt dir: Hauptsache du sagst ha? La ilaha illallah. Und dann nimmst du eine Schlaftablette und wartest, bis Allah dich ins Paradies reinruft. Das ist auch nicht der Islam. Das ist die Gegenseite von den Chawarij, von den, von den Takfiris, die wir gerade genannt haben. Beides ist falsch. Sondern La ilaha illallah ist Das ist das Wort des Tawhid. Und Tawhid bedeutet Wahada. Ist abgeleitet von Wahada, dem Verb. Das heißt, eine Sache zu eins erklären. Eine Sache zu erklären. Was bedeutet eine Sache zu eins erklären? Das bedeutet, liebe Geschwister, dass wir sagen, Allah ist einzigartig. Schwer verständlich? Muss es einen Unterschied zwischen Allah, dem Herrn der Weltenbewohner und seiner Schöpfung geben, ja oder nein? Allah ist einzigartig. Jetzt haben wir drei Begriffe. Wir werden uns heute nur mit zwei beschäftigen, liebe Geschwister, die wichtig sind für uns zu verstehen. Allah ist einzigartig in seiner Herrschaft. Herrschaft ist ein gewaltiger Begriff. Im Arabischen sagen wir Rob. Was heißt Rob? Herr. Und deswegen Robobia in seiner Herrschaft. Seine Herrschaft bedeutet, niemand erschafft außer Allah. Niemand erschafft außer Allah. Niemand versorgt außer Allah. Niemand heilt außer Allah. Niemand gibt Leben außer und niemand lässt sterben außer. Und, und, und. Das ist die Herrschaft Allahs. Dieser Tawhid ist der Tawhid der Muslime und der Nicht-Muslime. <laughs> Was meinen wir damit, der Tawhid der Muslime und Nicht-Muslime? Was meinen wir damit? Bitte schön. Die die Diesen Tawhid haben die Götzendiener in Mekka. bestätigt. Haben was? Die Götzendiener in Mekka bestätigt. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ وَمَا يُكْثِرُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Die Ayat. Alhamdulillah. Bitte. Ganz kurz. Allah hat doch den Glauben für sie bestätigt. Den Glauben in was? Welcher Kategorie vom Tauhid? Rububia. Rububia. Diese haben gesagt, Allah, er erschafft. Und Allah, er versorgt. Und Allah, er regelt alle Angelegenheiten. Und Allah, was? Gibt Leben und lässt.

lässt einen Toten, wer macht einen Toten wieder lebendig und macht einen lebendig und lässt einen Lebendigen wieder sterben? Und wer regelt alle Angelegenheiten? Allah. Was sagen die Götzendiener? Es ist nur Allah. Was haben sie bestätigt für Allah? Was haben sie bestätigt? Was haben Sie bestätigt für Allah? Dass er sie erschafft. Sehr gut. Sehr gut, Allah. Du bist besser im Übersetzen als ich. Sehr gut. Und weiter? Und weiter? Ja, wer regelt alle? Angelegenheiten. Angelegenheiten sehr gut. Allahumma barik möge Allah ihn unter den besten Dienern schreiben, Allah. Und sein Vater. Ja. Das heißt, sie haben das bestätigt. Sie haben das bestätigt. Für sie war klar, niemand anderes außer Allah. Haben Sie Allah angebetet? Die dir? Haben Sie Allah angebetet? Wem haben Sie Ihre Anbetung gewidmet? Warum waren Sie Koffer? Was ist Muschlik? Man hört Muschlik, Muschlik, Muschlik. Es gibt Käfer und es gibt Muschlik. Jeder Muschlik ist ein Käfer, aber nicht jeder Käfer ist ein Muschrik. Muschrik ist jemand, der Schirk macht. Schirk bedeutet, du kannst Allah anbeten, aber wenn du mit Allah, neben Allah, außer Allah etwas anbetest, dann bist du was? Ein, ein Muschrik. Das heißt, was sind zum Beispiel Juden und Christen? Muschrik Warum? Weil neben Allah, wen beten sie an? Bitte? Jesus, salatu hat er ihnen befohlen, dass sie ihn anbeten sollen? Nein. Aber sie beten, und dadurch, dass sie neben Allah, mit Allah jemand anderen anbeten, was passiert? Das, was sie als Rubububia haben. Jetzt, wenn du einen Christ fragst, wer hat dich erschaffen? Ich rede über die Christen, die <laughs> noch etwas an ihren Büchern glauben, dann werden sie sagen, wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen? Okay. Allah. بس هم من الله سبحانه وتعالى ذات ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله. وعندما تسألهم من خلقهم لا الله. وعندما تسألهم من خلقهم لا الله. من لا الله. وعندما من خلقهم الله. Allah einzig und alleine angebetet, die Götzendiener? Nein, sie haben neben Allah, wen angebetet? Die Götze. Und damit sind sie Mushrikun. Damit sind sie, was? Mushrikun. Und daher solltet ihr eine Sache verstehen. Wenn die Sache nur mit dem Glauben an Allah verbunden wäre, dass Allah der Herrscher ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine die Himmel und die Erden erschaffen hat, wird jemand zugeben? Oder noch eine Frage dazu. Hat jemand in der gesamten Menschheitsgeschichte von sich aus behauptet, dass er die Himmel und die Erden erschaffen hat? Selbst sein eigenes Haustier würde ihn auslachen. Keiner wird das zugeben. Sei er so stark, sei er so mächtig, sei er so reich, wie er will. Niemand hat das in der Menschheitsgeschichte zugegeben. Nicht einmal Pharaon. Pharaon hat nicht gesagt, er hat die Himmel- und die Erden erschaffen. Das heißt, wie unsere Gelehrten sagen, liebe Geschwister, kein Mensch zweifelt daran, dass Allah, die Rububiyya, gehört die Herrschaft. Kein Mensch zweifelt daran. Diejenigen, die daran zweifeln, sie kennen die Wahrheit, aber nach außen geben sie sich was? Hochmütig. Sturköpfig. Aber wissen Sie im Inneren, dass nur Allah das erschaffen hat? Natürlich wissen Sie das. Daher versteht, wenn der Glaube nur Robobia wäre. Nochmal, was ist Robobia? Sehr gut. Dass er leben und sterben lässt. Weiter. Dass er wieder auferstehen lässt. Dass er versorgt. Die Taten von Allah an seine Diener. Die Taten von Allah an seine Diener. Wenn das der einzige Glaube wäre, wäre Abu Jahl und Abu Lahab, sie wären die besten Gläubigen. Seid ihr mit mir? Haben wir etwas Falsches gesagt? Dann wären sie die besten. Warum? Sie haben das für Allah bestätigt, ja oder nein? Sie haben das bestätigt. Aber die Sache ist nur, dass das eine Angelegenheit ist, die bestätigt werden muss. Das reicht nicht. Und ich möchte heute mit euch darüber reden, wenn man diesen Glauben hat, dass Allah die gesamte Herrschaft gehört, mit allen Punkten, die wir schon mit eurer, in eurer geehrten Anwesenheit genannt haben, dann muss etwas folgerichtig kommen. Wenn du weißt, dass nur Allah alles gebührt, alles gehört, was muss dann folgerichtig kommen? Hm? Bitte? Dann kommt die Anbetung und wem gegenüber nur? Nur Allah. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wala in sa'altahum, man khalaka samawati wal'am, la Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann sagen sie, gewiss es ist Allah. Sprich ja, Muhammad, alhamdulillah. Sag alles Lob gebührt Allah, weil sie haben die, das Argument gegen sich erbracht. Weil sie was bestätigt haben für Allah, die, die Herrschaft. Und weil sie für Allah die Herrschaft bestätigt haben, müsste folgerichtig was kommen, dass sie ihn einzig und alleine anbeten. Und deswegen sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu wa über diese Eier, وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، ابا دي مايستنج عن الله، اوصى تصييم اندر جتت سوزيتي ستيل، شاوت ابن عباس زاك، er من ايمانهم اي من المشركين، قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق الجبال؟ قالوا الله وهم به مشركون. Ibn Abbas anh, sagt als Erklärung über diese Eier, über diese Götzendiener, zu ihrem, Glauben gehörte, zu ihrem Glauben gehörte. Wenn zu ihnen gesagt wurde, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen und wer hat die Berge erschaffen, so waren sie der festen Überzeugung, die Götzendiener, dass es nur Allah war, während sie ihm dabei andere Götter zur Seite gestellt haben. Und schaut, was Mujahid sagt, Ta'ala, Mujahid ist ein Schüler von Ibn Abbas. Und die Gelehrten sagen, wenn Mujahid im Tafsir eine Angelegenheit sagt, wenn er etwas erklärt im Tafsir, dann ist das ausreichend. Mujahid, rahimullah ta'ala, sagte, Die Rede der Muschlekin war, Allah ist unser Erschaffer. Und er, und er versorgt uns. Und er lässt uns sterben iman Das war ihr Iman und gleichzeitig haben sie was gemacht. Schick. Subhanallah. Yani überlegt. Diese Leute haben den vollständigen, die vollständige Kategorie von Tauhid al-Rububiyah was bestätigt. Ohne Wenn und Aber. Das war eine Aqida, die sie im Herzen getragen haben. Schaut, was sagt Mujahid? Sie sagen... Allah ist unser Erschaffer. Passt auf, die heutigen sogenannten Muslime, wenn du sie fragst, was bedeutet La ilaha illallah? Was sagt er dir? La ilaha illallah bedeutet, Allah ist unser Erschaffer. Allah ist unser Versorger. Das stimmt. Ist ja nichts Falsches. Aber ist das die Bedeutung von La ilaha illallah? Ist das die Bedeutung? Nein. Weil diese Kategorie haben auch wer bestätigt? Die Mushrikun. Deswegen, La ilaha illallah bedeutet, La ma'buda ma bi illa illallah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer, außer Allah. Die Götzendiener, als der Prophet sallallahu alaihi sallam zu ihnen kam und er sagte, la ilaha illallah, tuflihu. Spricht La ilaha illallah und ihr werdet, ihr werdet was? Erfolgreich sein. Haben sie es gesprochen? Warum haben Sie es nicht gesprochen? Sie waren hochmütig. Wenn zu Ihnen gesagt wurde, haben Sie sich hochmütig verhalten, weil Sie wussten ganz genau, obwohl Sie Arububiya bestätigt haben, wenn Sie sagen, was ist mit Ihren Götzen? Sie sind hinfällig. Und schaut, wie ihr Balal, ihr Irrweg war, ihre Götzen, die sie, oder wo sie wussten, das sind keine Götter, weil sie haben ihnen nicht die Herrschaft zugesprochen, sie haben sie noch mit Namen benannt, schaut mal, wie unverschämt, die von den schönsten Namen Allahs abgeleitet waren. Zum Beispiel, wie haben sie ihre Götzen genannt? Al-Uzza. Al-Uzza ist abgeleitet von welchen schönsten Namen Allahs? Al-Aziz. Was heißt Al-Aziz? Der? Der, Der Allmächtige. Dann haben sie al genannt. al ist abgeleitet von, von Allah. Ja, yani schaut mal, subhanAllah, diese Erniedrigung. Sie bestätigen, dass Allah einzig und alleine die Macht gehört. Daraufhin, was machen sie? Daraufhin nehmen sie sich andere Götter außer Allah.

Sie sind keine wahren Götter. Warum? Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala ist der wahre Gott. Warum waren sie irregehende hier diese Muschlikon? Sie waren irregehende, weil sie die Surubbiya für Allah bestätigt haben, aber nicht bereit waren ihn einzig und alleine zu dienen. Das ist ja das, was Allah will. Das ist Al tawhid al-Uluhiyya. -Al der Tawhid der Anbetung, dass niemand angebetet werden darf außer Außer Allah. Es reicht nicht, dass du Arububia Ar bestätigst mit der ganzen Herrschaft Allahs, aber daraufhin betest du Allah nicht einzig und alleine. Was haben sie im Koran erwähnt, die Kurba. Wir beten sie nicht an. Wen meinten sie? Diese Götzen, die sich tatsächlich angebetet haben. Wir beten sie nicht an, sondern wir wollen nur, dass sie uns Allah näher bringen. Passt auf, Subhanallah. Das war damals, in der Zeit der Qurayshiten, vor über 1450 Jahren. Heute, wenn du mit einem Grabesanbeter redest, von den Sufis und den Irregehenden, möge Allah uns bewahren, was sagt er dir, warum er zu seinem Waliullah geht, zu seinem Grab? Was sagt er dir? Wird er sagen, sein Waliullah hat Himmel und Erde erschaffen? Nein. Wird er sagen, sein Waliullah er, er, er versorgt? Nein. Aber was sagt er dir, warum geht er zu diesem Waliullah? Damit er ihn zu Allah hä? Der er bringt. Der er bringt. Er sagt, er ist Waliullah, der hat eine andere Stellung. Ich nehme ihn praktisch als, als was? Als Vermittler. Erlaubt? Nicht erlaubt. Was ist der Unterschied zwischen dem, was die Götzendiener damals gesagt haben, über 1450 Jahre, und was die Ashabul Kubur über die Grabesanbeter in dieser heutigen Zeit, was ist der Unterschied? Hm? Gar nichts. Unsere Gelehrten sagen, dass diese Leute gesagt haben, wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Sie haben den Beweis gegen sich selber erbracht. Sie haben den Beweis gegen sich selber erbracht. Allah hat sie das aussprechen lassen, dass sie sich selbst als Ungläubige bestätigen. Möge Allah Subhanahu wa uns bewahren. Daher, liebe Geschwister, versteht eine Sache. Diese Leute, Mushrikun von Makkah, haben eine Sache gehabt, die wir als richtig sehen, und zwar, dass sie Tawhid al-Rububiyah hatten. Aber gleichzeitig haben sie was gemacht? Sie haben, nachdem sie erkannt haben, dass Allah der Einzige ist, der angebetet werden muss, haben sie ihre Götzen angebetet. Und sie wussten, dass sie falsch sind. Aber warum haben sie weiter dieses gemacht? Weil sie was hochmütig waren. Wenn zu ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, dann haben sie sich hochmütig verhalten. Und dann gibt es eine Geschichte von Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu Arda, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, in As-Sahihain, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanAllah, Allah hat auch Leute unter ihnen hervorgebracht, وعندما فهموا نفسهم الربوبيّة ثم أصبحوا مسلمين كما قال بن متعم عن نفسه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قالت كاد قلبي أن يطير الله أكبر Die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Jubair ibn Mut'im, er sagte: Ich hörte den Propheten wa sallam, einmal im Maghrib-Gebet Surat At-Tur rezitieren. Surat At-Tur ist aus dem Koran, ja oder nein? Alhamdulillah. Die Islamwissenschaftler wissen das nicht, ja? Da war einer einmal in der Talkshow, er sagt: In diesen ganzen 217 Suren gibt es nur Krieg. 217, wo hat er die her? Die werden was genannt? Islamwissenschaftler. Warum werden sie Islam? Weil sie Islam hassen. Das heißt, Islamhasser bedeutet heute was? Wissenschaftler. Wallahi, Billahi, Tallahi. Frag diese Person, sag ihnen, lies mal die Fatiha. Wird er können oder nicht? Der wird es nicht können. Äh, Al-Fa, Fa, 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 Fa. -Fa, -Fa, -Fa. Hm. Ja, such dir einen neuen Job am besten. Bei uns in der Moschee könnte er es sauber machen, zum Beispiel. Würde er was Gutes tun. Und wenn er Muslim wird, kriegt er den Lohn noch gut geschrieben. Möge Allah sie recht Was sagte er? ibn Mut'im, Er sagte: Eines Abends hat der Prophet im Maghrib gebet. Was gelesen? Surat At-Tur. Allahu Akbar, diese Surat ist gewaltig, liebe Geschwister. Dann sagte er, als er an die Stelle kam, wo Allah sagt: Oder sind sie durch nichts erschaffen worden? Oder sind sie ihre eigenen Schöpfer? Oder haben sie die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, sie haben keine Gewissheit. Allah berichtet hier über die Götzendiener. Er sagte, mein Herz begann zu fliegen. Fast wäre mein Herz geflogen. Herz verstanden. Was sagt Allah Azzawajal hier? Wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Ja, nee. eine Person, der Grips hat, wenn du ihnen sagst, bevor du auf der Welt warst, bevor irgendeiner auf der Welt war. Wie ist der Ursprung entstanden? Was gibt man dir als Antwort? Wie ist der Ursprung entstanden? Ursprung. Ich meine jetzt vor allem. Was sagt er dir? Urknall. Das Wort Knall brauchen wir schon mal, weil das werden wir in einem anderen Sinne verwenden. Affe. Ibn al ja nicht? Ein Chef war einmal in der Diskussion, der hat mit Leuten diskutiert, die so diese Darwin-Lehre verbreitet haben. Dann sagte der, ja, wir stammen vom Affen ab. Dann hat er ihm gesagt, der Chef, herzlichen Glückwunsch, du Sohn von einem Affen. Er sagt, wieso beleidigen Sie mich? <laughs> wieso beleidigen Sie mich? Nein, das war keine Beleidigung, das war in dem Fall wirklich. <laughs> ja, Sie verstehen das selber. Warum beleidigen Sie mich? Du hast dich doch selbst beleidigt. Dass du selber gesagt hast über dich, du bist der Sohn von einem Affen. Hier sehen wir eine Sache. Dieses wird dir jeder bestätigen, dass der Ursprung niemals von sich selbst kommen kann. Mal vor. Selbst hier in diesem Land sagt man in einem Sprichwort von nichts, kommt nichts. Von nichts kommt nichts bedeutet bedeutet was? Nein. Alles hat einen Ursprung. So sagt man. Ja, aber wir sind in einer Zeit, wo man Schafe klonen kann. Hört man was Allah azawajal sagt? In Surat Al-Mu'minun. فَتَبَارَكَ اللَّهُ al الْخَالِقِ Segensreich ist derjenige, der der Beste unter allen Erschaffern ist. Was heißt der Beste unter allen Erschaffern? Gibt es andere Erschaffer außer Allah? Nein, nicht Erschaffer, aber Hersteller, Produzenten. Jemand, der klont heute, was benutzt er? Was benutzt er? Klont er, indem er sagt, sei und so sei es, sondern was braucht er? Er braucht Materie. Braucht Allah Materie? Wie hat Allah Azza wa Isa Salam erschaffen? Wie hat er ihn erschaffen? Hatte Mariam, die Mutter von Isa um Isa, einen Mann? Nein. Wie hat er ihn erschaffen? Na, ich will es hören. Kun feyakun. Noch mehr als Jesus. Weil die Christen sagen, das Besondere an Jesus ist, er ist geboren ohne Vater. Das hat eine Bedeutung. Dann sagen wir, bei Adam ist die Bedeutung größer. Er hat weder einen Vater noch eine <laughs> noch eine Mutter. Wie hat Allah Adam erschaffen? Hm? Aus Erde. Ja, natürlich, aber ohne Vater. ohne Vater und ohne Mutter. Wie hat Allah Hawa erschaffen? Eva. Bitte? Aus der Rippe von Adam a.s. <laughs> und wie sind wir erschaffen? Wir kehren zurück zum Biologieunterricht. <laughs> Aus einem? Mutter. Ja. <laughs> er ist so schamhaft, um das zu sagen. Ne? Aus einem Samt. Er schafft Allah, wie er will. Gibt es jemanden, der es Allah nachmachen kann? Niemals. Deswegen seht ihr hier eine Angelegenheit, liebe Geschwister. Allah Azzawajal sagt, wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen. Haben sie keinen Rob, der sie erschaffen hat? Oder sind sie gar selbst ihre Schöpfer? Das bedeutet, waren sie nichts und haben sich ins Leben gerufen? Das ist noch schlimmer. Schaut mal, und wie Allah Steiger? Oder haben sie die Himmel und die Erden erschaffen? Noch eine gewaltigere Erschaffung als, als was? Als der Mensch selber. aber nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Was sagte... Jubair ibn Mut'im radiallahu anh, als er diese Ayat gehört hat, er sagte: Mein Herz wäre fast geflogen, er hat den Islam angenommen. Das ist, weil sie wissen, dass diese Sache nur Allah subhanahu wa gebührt. Und wären sie nicht hochmütig, würden sie Allah nicht nur bestätigen in seiner Herrschaft, sondern folgerichtig auch ihn, ihn anbeten. Subhanallah. Und deswegen, und damit beenden wir, liebe Geschwister, oder fast.

ein Beispiel geprägt. Er hat euch ein Beispiel geprägt. Habt ihr Götzendiener etwa unter euren Sklaven? Welche, die an dem teilhaben, die ein Anrecht an dem haben, was ihr besitzt, was wir euch Allah gegeben haben, so dass ihr denselben Besitz hättet? Allahu Akbar. Was hat Allah zu den Götzendienern gesagt? Sie haben neben Allah was Götzen angebetet. Hatten diese Götzen einen Anteil an der Herrschaft Allahs? Ja oder nein? Hatten sie nicht. Allah sagt zu den Götzendienern, ihr, die ihr die Götzen nimmt, um sie anzubeten und genau wisst, dass sie keinen Anteil an meiner Herrschaft haben, was, wenn eure Sklaven, die eure Diener sind, was, wenn ihr ihnen denselben Besitz gibt, der euch zusteht? würdet ihr so etwas tun, so dass ihr gleich seid? Allahu akbar. Allah akbar. Habt ihr das Beispiel verstanden? Ja, ich war diese Prägnisse, diese Gleichnisse im Koran sind sehr wichtig. Einer der Salaf sagte, ich wäre bereit, so und so viel zu investieren, damit ich ein Gleichnis, was Allah im Koran geprägt hat, ich würde bereit, dass, ich würde bereit sein, das zu investieren, nur um das zu verstehen. Für sie war eine, eine Herausforderung, den Koran zu verstehen. Was ist für uns heute eine Herausforderung? Zu sehen, wie eine App funktioniert. Zu sehen, wie man Netflix knacken kann. Oder ein Code knacken kann. Das ist für uns die Herausforderung. Was war für die Salaf die Herausforderung, dass sie was verstanden haben? Den Koran. Ich wiederhole nochmal das Beispiel. Allah sagt ihnen: Ich bin der Herrscher. Und diese Götzen, die ihr genommen habt, haben keinen Anteil an meiner Herrschaft. Was, wer sind sie? Und ihr stellt sie mir zur Seite. Was, wenn ich dasselbe, ich erkläre es in Weddinger Deutsch, was, wenn ich euch genau dasselbe auferlegen würde, ihr und eure Sklaven seid gleich, ihr und eure Diener sind gleich, ihr habt dasselbe an Anteil und dieselbe Macht und ihr seid nicht besser als sie. Würdet ihr das akzeptieren? Schaut mal, und hier lernen wir, Allah gibt uns nicht nur theologische Beweise. Er gibt uns auch Beweise, die, die, mit dem Verstand auch realisiert werden kann, wenn man, einen, wenn man einen, Verstand hat. Und deswegen, liebe Geschwister, und damit beenden wir beenden der Taala, dass wir erklären, warum ist jede Sache, die eigentlich Ebada ist, warum ist sie schick? Die Gelehrten sagen, alles, was sich bestätigt, dass das eine Ibadah ist aus Koran und Sunnah, so ist dieses, wenn man es für jemand anderen macht, außer für Allah, was? Schirk. Das heißt, das Gebet, eine Ibadah, bestätigt? Okay. Was, wenn du es für jemand anderes machst? Was ist es? Schirk. Das Schlachten, Bada. Was, wenn du für jemand anderen schlachtest? Schick. Alles, was sich bestätigt, guck nicht so, alles, was sich bestätigt, dass es eine Ibadah ist und du machst sie für jemanden, für jemanden was? Anders, anderes, so ist das Schick. Frage. Dua, eine Ibadah. Was ist, wenn du jemand anderen rufst außer Allah? Hm? Schirk. Habt ihr das Prinzip verstanden? Alles, was Ibadah ist in unserer Religion. Und du machst das für jemand anderen, dann ist das Schirk. Was sagen wir dann zu den Grabesanbetern, die zu dem Grab hingehen und sagen: Ich mache Dua zu ihm, dass er mich Allah näher bringt? Was sagen wir ihm dann? Der Schirk gemacht hat. Du bist sehr ja streng. Ja, richtig. Dass er Schild gemacht hat. Warum hat er Schild gemacht? Bitte. Weil er zu jemanden gebetet hat, außer zu Allah. Weil er eine Ibadah zu jemandem. Die für Allah. Wir reden über was? Über Ibadah. So. Zum Beispiel: ähm, Du bist auf der Straße und siehst ein junges Mädchen und ihr fällt was von der Hand auf den Boden. Dann hebst du das auf und sagst ihr, bitte schön. Warum tust du das? Habe ich für dich gemacht. <laughs> Dieses habe ich für dich gemacht. Schick? Ja oder nein? Warum nicht? Masha'Allah. Ich weiß, dass ihr das gerne macht und gerne Leuten hilft, vor allen Dingen, wenn sie zwischen 15 und 23 Jahre alt sind. Aber wir helfen allen Leuten. Ciao. Es gibt Leute, wenn ein junges Mädchen fällt, dann fragt er dich, darf ich ihr hochhelfen? Aber wenn eine Oma fällt, dann fragt er dich nicht. Weil er ihr gar nicht hilft. So ist die Sache bei manchen Leuten. <laughs> Liebe Geschwister, daher solltet ihr wissen, Allah hat den Beweis gegen, diese, gegen diejenigen erbracht, die, die ihn zwar in seiner Herrschaft bestätigen, aber jemand anderen anbeten. Das ist Unrecht. Und dann fragen manche Leute, warum kommen diese Leute für ewig ins Höllenfeuer? Dann sagen wir ihnen, weil es gewaltige Dinge gibt, die Allah niemals akzeptieren wird. Und wenn ein Mensch nur eine Handlung des Schirk oder des Kuffer am Ende seines Lebens macht, obwohl er 50 Jahre zuvor Allah angebetet hat, dann stirbt er mit was? Mit Schirk oder Kuffer und geht für ewig in das Höllenfeuer. Wenn du Schirk machst, sagt Allah zum Propheten, al natürlich die Propheten machen niemals Schirk, deswegen... Das ist an uns gerichtet. Wenn du Schirk machst, ja, Mohammed, dann werden alle deine Taten gelöscht. Und du wirst zu einem der Verlierer gehören. Dann sagen wir ihm, eine Person, wenn er auch nur eine Sekunde Schirk macht, Kuffer macht, geht für ewig ins Höllenfeuer. Er versteht das nicht. Er sagt, das ist ungerecht. Dann sagen wir ihm, Typ hier in diesem Land, wenn du eine Person tötest mit einem Messerstich, wie lange hat das gedauert? Er hat Erfahrung damit? Keine Berliner hier? Na, eine Sekunde. Was bekommt er als Strafe vom Gericht? Wie lange? Hat doch nur eine Sekunde gedauert. Das geht um die Was, um die Gewaltigkeit. Möge Allah subhanahu wa uns nur als Muwahidun leben und sterben lassen. Möge Allah azza diejenigen, die etwas anderes anbeten außer Allah, sie zur Wahrheit zurückbringen und möge Allah azza diejenigen hart bestrafen, die nichts anderes begehren außer andere außer Allah. Möge Allah azza diesen Leuten ihre gerechte Strafe geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ascheytan. Möge Allah Subhanahu wa Taala mir vergeben. Subhanak أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم في أيا جوت السوهرن und ganz im Ernst ich muss euch loben ihr seid dabei والحمد لله und wer hat von euch heute etwas Neues gelernt inshallah ich lerne immer اللهم بارك الحمد لله das freut mich sehr denn das Wichtigste ist Schaut mal, das ist jetzt für uns ein Glücksgefühl. Wir haben etwas gelernt vom Tauhid und haben gelernt, dass man mit Schirk nicht weiterkommt. Das ist für uns ein Glücksgefühl. Aber einer, wenn er nicht fünf Stunden Techno hat, das ist für ihn kein Glücksgefühl. Alhamdulillah. Alhamdulillah hat Allah uns so Menschen gemacht. Deswegen dankt Allah azza wa immer, dass er uns zu dem Guten führt. Und wallahi, er könnte uns genauso abgeirrt machen, wie die anderen Leute. Richtig? Aber er war gnädig mit uns, aber wir müssen uns beweisen, denn diese Gnade von Allah, er will auch sehen, ob wir diese Gnade umsetzen und zu schätzen wissen. Ansonsten, Allah tauscht die Leute ein aus, wie ihr seht. Manche von ehemaligen Muslimen, Allah schmeißt sie raus aus der Religion und bringt, und bringt neue Leute. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ليبي جشفستا. نعم jetzt haben wir die konvertierung ان An dieser Stelle eine